Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich muss mich für den Tag richten und dachte, ich nehme euch einfach mit. Und zwar habe ich hier ein paar Sachen, die ich gerne mit euch zusammen testen würde. Ah, zum einen diesen Joué Blush Duo in der Farbe Flirt. Das ist so ein helles Rosé und ein ja, helles Beige fast schon. Dann habe ich die Estée Lauder Double Wear Foundation Stay in Place. Ich hoffe, das blendet euch nicht so arg. In der Farbe 3N2. Ich hoffe, sie ist nicht arg zu dunkel, sonst habe ich ja Whitening Drops. Das ist die Unverpackung übrigens. Die ist viel größer als das Produkt selber. Und dann ist es noch geschützt. Also das finde ich eigentlich relativ cool. Und dann kann nicht so viel zu Bruch gehen. Wollte ich euch einfach mal zeigen. Dann möchte ich mir dieses eins von diesen Blitzern ein bisschen so auf die Mitte tupfen. Ich hoffe, das klappt oder im Innenwinkel. Mal gucken. Und dann dachte ich, ich probiere gleichzeitig mit euch hier die Lemonade Dominique Cosmetics Palette aus. Ich finde, das sind doch Frühlingsfarben und relativ bunt und gemischt gehalten. Ja, ich bin ganz gespannt. Die Palette fühlt sich auf jeden Fall schwer an. Und ich habe gedacht, wir starten direkt. Als Primer trage ich auf. Als Primer. Den hier. Ich habe gerade meine Nägel lackiert. Ich hoffe, die sind schon trocken. Das nervt mich sonst. Ja. Ich muss unbedingt das Video mit dem Schminkkorb abdrehen. Es ist heute schon Donnerstag. Also, ich bin schon über den Verzug. Aber ich dachte, gut, dann benutze ich die Sachen halt noch ein bisschen. Und ich hatte sie bis gestern auch benutzt. Und heute habe ich einfach keinen Bock mehr auf die Sachen. Ich möchte jetzt was anderes. Also ein paar Sachen werde ich natürlich benutzen, aber nicht so, ja, bin nicht mehr so euphorisch, sag ich mal, die Sachen zu verwenden. Und ja, dachte, ich teste mit euch zusammen einfach neue. Ich glaube, ich werde die Double Wear Foundation mit der Elf mischen. Ich denke, dass das ganz gut passt. Die Elf Foundation ist fast leer. Ihr seht das an diesem Stopper hier. Das macht keinen Sinn. Ich guck mal, ob der Pumpspender da drauf passt. Nö. Nö. Aber ich glaube, dass die Foundation für mich einfach zu dunkel ist. Ich wollte sie aber für ein Zehner haben. Also ich würde sie mir dann einfach zusammenmischen. So. Und ich denke, ja, dass das eigentlich ein ganz gutes Ergebnis erzielt, wenn ich die zwei zusammenmische. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das scheiße aussieht. Ich verblende das Ganze erstmal. So viel Zeit haben wir nicht. Also ich würde sagen, so eine halbe Stunde. Ja, und dann müsste ich los. Von daher, könnte, also alleine die Foundation für jetzt nicht. Für den Sommer bin ich sehr, sehr dunkel auf meinem Körper. Und wenn ich das so ein bisschen verblende, hoffe ich, dass das einfach. Ich bin passt. eingeschlafen gestern Abend. Meine Tochter war, glaube ich, länger wach als ich. Keine Ahnung, ich kann mich da eigentlich schon drauf verlassen, sage ich mal. Aber ja, war halt einfach so. Ich war so müde, so erschöpft vom Tag. Obwohl ich nichts Großartiges gemacht habe. Aber es war so warm und dann der Wetterumschwung. Ich bin echt älter. Das geht gar nicht. Ja, dann benutzen wir den Essence Camouflage Concealer. Und zwar trage ich den unter meinen Augen auf. Hier so. An der Nase ein bisschen. Und dann kommen wir zu dem, den ich nicht so gerne mag. Und zwar ist es der L'Oréal. Ich habe da noch ein Backup. Ich gucke mal, was ich da habe. Und ansonsten stelle ich das einfach in Kleiderkreisel. In Instagram Sale. Ich mag den nicht, aber vielleicht kann jemand anderes den besser gebrauchen. Ich habe keine Ahnung. Ich mag den auf jeden Fall nicht. Und den, den ich angebrochen habe, werde ich auch weiterhin benutzen. Aber es gibt bestimmt einen, der zu ist. Eventuell. Und wenn nicht, muss ich sie halt alle aufbrauchen. Und ich meine, ich habe ja genug Gesicht, um sie aufzubrauchen. Also ich finde, jetzt geht's mit der Foundation. Sie ist also die. Mann! Die 3N2 ist mir einfach zu dunkel. Ich kann das auch mal fokussieren? Nö. Es fokussiert mein Gesicht, das ist schon mal gut. Wenigstens mein Gesicht. Ja, genau. So. Das Hautbild sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich habe hier irgendwie eine
Super. Ich finde das ja eine leichte Textur, weil sie so flüssig ist, finde ich es eigentlich richtig cool. Ich mag eher so flüssige Geschichten. Ich mag gar nicht so diese Pasten, das was Elf hat. Ich finde aber die Elf Foundation echt gut, wenn der Geruch nicht so ätzend wäre. Wirklich, das liegt echt an dem Geruch, dass ich sie nicht so mag. Dann pudere ich das Ganze mal ab ein bisschen, so, ja, so matt wie es geht halt, damit ich weiterarbeiten kann. Und dieses lose Puder von Fit Me, ich weiß gar nicht, ob es schon in Deutschland gibt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist so, ja, keine Ahnung, aus Amerika oder sowas. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es das gibt. Ich habe es ja im Kleiderkreis gekauft. Und ich muss sagen, wenn man echt eine ölige Haut hat, hält wirklich sehr, sehr matt. Man muss nur aufpassen, wenn man halt eben trockene Stellen hat, dass die auch mit eben austrocknen. Das feiere ich natürlich nicht, aber da ich den ganzen Tag ja geschminkt sein werde und auch ja, mich weniger abpudern möchte oder weniger darauf achten möchte, wie ich aussehe. Und dieses, ja, Fair Claire ist sehr hell. Schaut mal, also es gibt wirklich nochmal so ein totes Gesicht, aber es ist echt gut. Also gut, weil es so matt ist. Nichts für trockene Häutchen, überhaupt nichts, denn das wird trotzdem alles mattiert. Ja, aber ansonsten kann ich nicht meckern. Dann benutze ich mal meine Bronzergeschichte hier. Ja, ich habe mich gestern so geschnitten mit einer Tasse beim Spülen. Abartig. Die Tasse ist mir abgebrochen, also der Henkel, und voll in die Hand reingerammt. Und jetzt ist mein Daumen taub. Also es ist, wenn ich hier anfasse, richtig taub. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung, ob ich deswegen zum Arzt gehen soll, weil ich mag das eigentlich nicht zum Arzt. Ich habe keinen Bock auf die Wartezeit. Ich weiß nur nicht, ob irgendwann mein Daumen abstirbt. So fühlt sich das an, dass da irgendwie am Absterben ist. Vielleicht habe ich da irgendwas getroffen aus Versehen. Ich wollte mich nicht umbringen, aber Schicksal wollte es anders dann. Ja, in meiner Todesanzeige hätte dann gestanden, an Tasse verreckt. Also, ja, sowas. Ich weiß es nicht. Immer passieren echt so Dinge, wo ich mir da denke, wie soll ich das jemandem erklären? Ich hoffe, ihr habt Verständnis und versteht das, dass ich fast an einer Tasse gestorben wäre. Ja, ich mag dieses Pinselset, dieses Blush Bombshell Pinselset mega. Das ist so ein geiler Puderpinsel oder halt eben Bronzerpinsel, weil ich finde, der trägt das wirklich und verblendet es gleichzeitig. Vielleicht wird das mein Pinsel für diese Palette, weil zu stark möchte ich da überhaupt nicht rangehen. Dann habe ich hier einen fluffigen Pinsel und möchte den Jouer Blush auftragen in Flirt. Das ist so ein bisschen Rosé und vielleicht toppe ich das ein bisschen mit dem anderen da. Mal gucken. Also, wer natürlich kein Rosé Blush mag, ich bin auch nicht so der Liebhaber von Rosé. Ich mag eher so peachige Töne, aber manchmal finde ich das wirklich viel, viel frischer als dieses. Ja, okay, auf der Nase war ein bisschen zu viel. Gleich bin ich Rudolf. Rudolf, der an der Tasse gestorben ist. Ja, was soll ich euch sagen? Ich weiß gar nicht, ob das ein Highlighter ist oder ein Topper. Ich glaube, das ist eher so ein Topper. Den probiere ich mal oben drüber. Der ist ziemlich putrig. Also, man kriegt sehr, sehr viel Produkt ab. Aber der hat so ein bisschen. Der pinke ist matt und der hier hat so ein Schiff drin. Also ganz, ganz leicht. Ja, kann man doch nicht meckern. Dann würde ich sagen, trage ich noch den Highlighter auf. Da benutze ich den Jouer nochmal. Ich mag den überhaupt nicht. Der kriegt doch nie ein Hittebeller wie das Gefühl. Ich rühre das schon so rum. Und ich trage ja meinen Highlighter wirklich großzügig auf, so dass man. Also wirklich großzügig, damit es auch in den Blush verschmilzt. Also seht ihr das, wie ich es auftrage? Das ist natürlich mit meinem Spray, da benutze ich das Pinke. Ich glaube, das ist ein,
Ja, Fix Summer Glow Spray. Ich muss ganz kurz auf die Uhrzeit gucken, Muss damit. ich mich beeilen? So, ihr Lieben, ich habe ein bisschen schon vorbereitet. Meine Augenbrauen habe ich mit dem neuen Catrice-Stift nachgezogen. Wo habe ich den denn jetzt hingesteckt? Also diesen Ding hier, Slimatic Ultra Precise. Er ist mir heute mal nicht abgebrochen. Und ich finde das Finish ganz, ganz toll. Allerdings ist er mir damals immer abgebrochen. Das hat mich genervt. Wir fangen an mit der Palette und zwar die Lemonade. Also diese Umverpackung hat mich sehr angesprochen. Diese Farben, ja, es geht so. Also es war schon natürlich etwas dabei, was mich sehr angesprochen hat. Ich wollte einfach die Marke austesten und gucken, ob das was für mich ist. Ich fange einfach an mal mit diesem hellen Beige Cremeton hier und trage mir den mit den 228 einfach mal erstmal in die Crease auf. Mal gucken, was da so passiert. Ich habe irgendwie in der Lidfalte einen Stain von irgendeiner Lidschattenpalette. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gestern schon gehabt habe und nur nicht drauf geachtet. Habe ich heute auch nicht, aber mir fällt das heute extrem auf. Ja, 228. Dann gehe ich hier in diesen. Ja, der ist sehr gut pigmentiert. Man muss echt aufpassen. Und das ist so ein, ja, braun-orange-Ton. Ich weiß nicht, ob ich mir heute noch eine Cut Crease ziehen soll oder was heute mit meinem. Ich habe eigentlich was Blaues an, da würde der super zu passen. Mal gucken, ob wir den auch noch Dann machen wir das auftragen. mal kurz sauber. Ich gehe nochmal in diesen, ja, Orangeton und trage mir den erstmal hier unten auf. Das ist so ein, ja, sehr, sehr warmes Braun. Also eher schon fast in die Orange-Richtung. Den trage ich mit diesem kleinen, ja, Fächerpinsel von, wie heißt das? Beach Cosmetics auf. Ja, mal gucken. Und dann gehe ich ein bisschen hier in das dunkle Braun und vertiefe so ein minimal meine Lidfalte, aber wirklich nicht too much, weil wenn das wieder heute so sonnig sein wird, dann werde ich nur noch heulen, Rotz im Wasser. Also ich finde das schon ein schönes Ergebnis. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Blau, also ich arbeite ja seltenst mit Blau, aber da ich ja Blau anhabe, schadet uns das ja nicht, wenn wir das mal austesten, denke ich, ne? Weil die meisten haben, glaube ich, kein Problem mit Blau. Ich glaube, ich bin da so die Einzige. Oder? Oder mögt ihr blauen Lidschatten? Ich weiß nicht, das erinnert mich an meine Kindheit. Da war ich ungefähr so, ja, wie alt war ich da? 11, 12? Ich benutze jetzt den rosanen und den sprühe ich an. Der hat nämlich so ein bisschen Glitzerflocken, glaube ich. Das könnte schief sonst gehen. Den trage ich so ein bisschen vorne auf. Dazu hole ich euch ein bisschen näher und hoffe, bleibt im Bilde. Und tupft den eher so auf, weil der eben diese Glitzerflocken hat und ich möchte nicht, dass er überall verschwindet. Na, den trage ich mir großzügig erstmal so über den Lid und ein bisschen drüber hinaus auf. Moment mal, ich brauche da noch ein bisschen. Und dann gehen wir in das lila Blau. Das ist so wirklich dieselbe Farbe, wie mein T-Shirt gerade hat. So ein, ja, Taubengrau, weiß ich, Taubenblau, Blaugrau, keine Ahnung. Lila Blau, blass kariert. So, dann gehe ich in das Blau rein. Okay, das sprühe ich auch definitiv an. Das hat ein bisschen so gröbere Pigmente und ich wüsste nicht, ob das was wird sonst. Dieses Lila-Blau, weiß ich, erinnert mich sehr stark an die Festivalpalette. Ich hatte neulich so ein Blaugrau auf den Augen. Okay, ich gehe nochmal in den Rosa. Das Rosa bildet so eine leichte Kruste, wenn man da mit diesem nassen Pinsel drauf geht. Das mag ich ja gar nicht. Ich finde, es sollte auch so funktionieren. Aber ich zeige euch das gleich, was ich meine, falls ihr nicht mich versteht, was ich hier erzähle. Ich bin jetzt aber mit der Rückseite und da sieht man ganz stark diesen. Ja, keine Ahnung, mag ich nicht so. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, also wirklich okay. Mit diesen ganz ja, roségoldenen hier, dem hier, werde ich nochmal in dem Innenwinkel arbeiten.
Sieht man aber kaum. So. Dann fege ich mal mein Gesicht sauber von diesen ganzen Pigmenten, die runtergefallen sind. Nimm noch mal meinen Blenderpinsel, weil ich finde, wenn man sowas benutzt, dann muss man das auch noch mal alles ineinander verschmilzen lassen. Ja, ist eine solide Palette. Das kann man schon dazu sagen. Wahrscheinlich müsste ich noch einen Look schminken, um weiteres zu sagen, aber die Farben lassen sich einarbeiten. Sie sehen schön aus. Ja. Wir toppen das Ganze mal. Ich möchte den hier, glaube ich, benutzen. Das ist so ein wunderschöner Ton. Ich hoffe, warte mal. Seht ihr das? Ja, ich finde den cool. Ich trage mir den sofort mit dem Finger auf und drücke mir den einfach hier so hin. Oh ja. Das sieht feierlich aus. Das sieht wirklich gut aus. Und ich finde, man kann auch Glitzer im Alltag tragen, mein Gott. Das sieht richtig cool aus. Also bisher ist noch nichts runtergebröckelt. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn ich das den ganzen Tag drauf halte. Wenn ich Zeit dazu finde, mache ich noch mal heute Abend ein Update, weil so bleibe ich ja bis heute Abend. Von daher kann ich, ja, ich mache jetzt das Rest des Gesichtes fertig, tusche meine Wimpern, mache Lippenstift. So, meine Lieben, kommen wir zum Fazit. Ich habe auf den Lippen jetzt diesen Suede drauf in der 04. Ja, etwas nudig gehalten, da meine Augen ja schon strahlend genug sind. Dieses Glitzer finde ich für den Alltag eigentlich perfekt. Man nimmt das ein bisschen auf mit dem Finger, tupft das hin. Also wer wirklich Glitzer für den Alltag braucht, wer einen Scheißalltag hat und Glitzer braucht, den kann ich das empfehlen, weil ich finde so ein bisschen, natürlich ist das nicht alles komplett so drauf gebatcht und es ist ein Glitzer-Glitzer-Look, aber so ein bisschen Highlight zu setzen, finde ich den echt gut, also ich kann euch das echt empfehlen. Ich benutze es des Öfteren für den Alltag, wie gesagt. Es ohne Glitterglue, ohne dieses Gedöns, weil oftmals hat man gar nicht die Zeit. Jetzt zum Beispiel bin ich eigentlich unter Zeitdruck, möchte aber kurz noch zu den Produkten was sagen. Die Double war leider mir zu dunkel, aber so in Kombination finde ich wirklich sehr, sehr schön. Macht sogar ein richtig tolles Hautbild, die zwei zusammen. Ich bin gespannt, da ist ja wirklich nicht mehr viel drin, ob das irgendwie ich noch rausbekomme oder ich das irgendwie als leer empfinde, keine Ahnung. Vielleicht muss ich da einfach noch eine Foundation zumischen, die etwas flüssiger ist, damit sich das verbindet. Denn das, ja, das Hautbild macht wirklich sehr, sehr schön. Das Blush Duo von Jouer finde ich auch nicht schlecht. Ich habe das noch als Bronze und ich habe das noch in Rose Gold Edition. Ich finde dieses Packaging wirklich schön, sieht sehr hochwertig aus. Ich meine, 26 Euro für ein Blush Duo ist schon happig, aber gut. Wenn das wirklich ein schönes Bild macht. Ich muss sagen, es schließt natürlich nicht die Poren, aber betont auch nicht die Falten. Also es betont nichts. Also es setzt sich nirgendwo hin und greift sich so fest, sondern lässt sich wirklich schön verblenden. Und zu dieser Dominique Cosmetics. Ich würde mir gerne noch eine andere zulegen, um wirklich zu testen. Ja, ich habe schon einen leichten Hardpen in dieser Farbe hier gehabt. Die Farbe an sich ist wirklich schön. Vielleicht muss man die einfach mit dem Finger auftragen, keine Ahnung. Man kann wirklich einen neutralen Look schminken mit diesen Farben. Man kann aber auch einen Pop of Color geben. Ich habe jetzt diese zwei und den roséfarbenen Ton benutzt und diesen Ockerton, Orange-Ockerton. Man kann aber auch total bunt gehen, indem man diese vier Farben benutzt und einen schönen Look kreieren mit diesen. Oder halt komplett schimmernd, ne? Also ich finde, man sieht schon, wie eine Palette aufgebaut ist und ob man die wirklich zusammenmischen möchte. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat. Ah, den Braunton habe ich auch noch benutzt. Also wie gesagt, man kann wirklich einen neutralen Look schminken. Ich wollte heute ein bisschen so an mein T-Shirt angehaucht sein, weil das werde ich anlassen. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch wie immer gefallen. Ihr wart live dabei sozusagen, um in meinen Tag zu starten. Ich hoffe wie immer natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!